Abend, meine Damen und Herren, zu den India News. Das heutige Thema dreht sich rund um den Tabakanbau in Indien und ganz besonders in der Region Nellore. Um die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verdeutlichen, hatte ich die Möglichkeit, mit einem früheren Tabakbauer zu sprechen. Hier sehen Sie die Lebensgeschichte von Rahul Roy. Guten Tag, Herr Roy. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Anjali Kapoor und freue mich wirklich sehr, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Gerne doch. Nennen Sie mich ruhig Rahul. Wir berichten ja momentan über den Tabakanbau in der Region Nellore, welcher ja auch Ihr Heimatort ist. Bitte erzählen Sie uns noch ein wenig etwas darüber, wie Sie mit dem Anbau von Tabak überhaupt in Kontakt gekommen sind. Ich wurde als einer von vier Söhnen einer Tabakarbeiterin geboren. An meinen Vater kann ich mich nicht mehr erinnern. Als er gestorben ist, war ich erst 3 Jahre alt. Meine Mama hat mir später erzählt, dass er an Depressionen litt und sich eines Tages umgebracht hat. Ihm ging es sehr schlecht. Und nach über 40 Jahren im Tabakanbau hat er diverse körperliche Schäden. So ist es halt nun mal. Ich musste ebenfalls schon als Kind mithelfen. Für mich war es aber damals normal, auf den Plantagen meiner Eltern zu spielen und auch mitzuhelfen, die Blätter zu bündeln. Ich war nicht das einzige Kind, das mithelfen musste. Meine Geschwister mussten das ebenfalls. Das ist halt so üblich. Als ich zur Schule gehen durfte, habe ich mich sehr gefreut. Endlich mal was anderes. Die Schule war mehrere Kilometer entfernt und ich musste immer sehr lange dahin laufen. Meinen Vormittag habe ich in der Schule verbracht, für ein paar Stunden. Wenn ich wieder zu Hause ankam, arbeiteten meine Mutter und andere Bewohner des Ortes auf den Plantagen. Ich habe da sofort mitgeholfen. Mit etwa 12 Jahren musste ich die Schule abbrechen, da meine Mama noch immer auf den Schulden saß und ich ihr helfen musste, die Schulden abzubezahlen. Die Schulden sind dadurch zustande gekommen, dass wir von den Firmen nicht wirklich viel Geld für unseren Tabak bekommen haben. Und somit konnten wir die Kredite für den Dünger und die Pestizide nicht zurückzahlen. Dementsprechend blieben wir also in dem Teufelskreis gefangen. Mit der Zeit habe ich Kopfschmerzen und Rückenschmerzen bekommen, die so schlimm waren, dass ich auch mal einen Tag nicht arbeiten konnte. Aber ich musste mich zusammenreißen. Nach ein paar Jahren lernte ich dann ein sehr hübsches und junges Mädchen kennen. Sie war mein Ein und Alles. Ihre Eltern bauten keinen Tabak an, sondern Kartoffeln und Mais. Die Methode war noch nicht so verbreitet. Da wir so viel Zeit miteinander verbrachten, habe ich angefangen, bei ihren Eltern ein bisschen mitzuhelfen. Meine Mutter war zuerst nicht so begeistert. Aber ich habe ihr ja immer geholfen, wenn sie jemanden brauchte. Es hat auch nicht lange gedauert, bis meine Frau und ich eine Tochter bekamen. Sie war so süß und klein, eine richtige Kämpferin. Wir hielten unsere Tochter aber vom Tabakanbau fern. Jedoch musste ich immer wieder auf den Tabakplantagen meiner Mutter helfen. Das ist eine sehr bewegende Geschichte, Rahul. Vielen Dank, dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen. Und damit wieder zurück ins Studio. Danke, dass Sie heute mal wieder bei uns eingeschaltet haben. Wir sehen uns wieder bei der morgigen Sendung bei India News.